Wir haben für die Firma Plaston AG eine Marktforschung im Bereich Photovoltaikanlagen durchgeführt, das in Deutschland, der Schweiz und in Frankreich. Wir haben mit unserer Umfrage viele Eigenheiten von diesen drei Märkten herausgefunden und auch Kostenstrukturen komplett durchleuchtet und sind vor allem aufgrund der Kostenstrukturen zum Ergebnis gekommen, dass sich ein Markteinstieg für die Firma Plaston AG nicht lohnen tut. Die grosse Herausforderung war, dass wir all die Teilnehmer zur Teilnahme an der Umfrage können bewegen konnten. Vor allem in Frankreich, wo wir zwar sehr viele Kontaktadressen hatten, aber es viele gute Argumente gebraucht haben, dass sie für eine unbekannte Schweizer Schule bei uns mitmachen tun. Wir haben natürlich mit der Wichtigkeit von unserem Projekt geworben, haben aber auch den Teilnehmern angeboten, dass wir ihnen die Auswertung von unserer Umfrage zustellen und sie somit aus erster Hand die Informationen zum Solardachmarkt von ihrem Land bekommen. Ja, es war eine Art immer schön gewesen, wie wir zusammen mit der Kundschaft das Projekt können erarbeiten, wie auch die Wissensstände parallel eigentlich sich entwickelt haben, wie man zu den gleichen Schlüssen gekommen ist. Und das hat uns auch gezeigt, dass wir mit unserer Arbeit praxisnah sind und auf dem richtigen Weg. Ja, es sind natürlich zwei Sachen. Einerseits Zielerreichung im Zusammenhang mit der Kundschaft. Man hat im späteren Arbeitsleben hat man auch immer einen Chef oder einen Kunden, wo man einen Auftrag überkommt und der muss so gut wie möglich erfüllt sein. Und dass man da halt alle Mittel und Wege einsetzen muss, um das zu erreichen. Und andererseits im Team mit der Zusammenarbeit, dass man sich organisieren muss. Das sind alles Sachen, auch in Bezug auf Führungsverhalten später, die man in so einem Projekt perfekt lernen kann. Wir sind natürlich froh, dass wir dem Kunden praxisnahe Entscheidungsgrundlagen können liefern können. Und das ist das, wofür die Projekte stehen. Sie sind unabhängig. Sie sind praxisnah und wenn man da als eines der Besten nominiert ist, dann sind wir da natürlich stolz drauf.